Ich bin der Flamur Schala von der Firma Fokusstrategie GmbH an der Grendelstrasse 19 in 6004 Luzern und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir haben den Montag, 16. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 2. Da haben wir folgenden Ausdruck. X Quadrat geteilt durch 3. Der ganze Term geteilt durch 2x über 3. Plus 169x im Quadrat minus 12x in Klammern und dann im Quadrat, ja, geteilt durch 2x. So, das soll jetzt vereinfacht werden. Jetzt sehen wir hier vorne, dass wir 81 und x² mal trennen können. Unten haben wir 3, dann schreiben wir hier einen Bruch geteilt durch einen Bruch. Das bedeutet, dass wir das anstatt zu teilen einfach multiplizieren können. Wobei der zweite Bruch dann umgekehrt wird. Das heisst, der Nenner kommt rauf zum Zähler und der Zähler geht runter zum Nenner. Sprich, also ich rede jetzt von dem Term 2x geteilt durch 3, das können wir jetzt als 3 geteilt durch 2x schreiben, ja? Und dann sehen wir hier gerade, das 3 wird jeweils weggenommen. Dann haben wir hier hinten 169x² minus 12 Quadrat mal x², also 144 geteilt durch 2x. Wir kürzen hier vorne das 3, schreiben hier oben 81. Unter der Wurzel ist ja nichts anderes als 9 im Quadrat. Ja, 9 mal 9, das gibt 81. 10 mal 9, 90. 9 weniger 9, oder 9 weniger, 81. 9 im Quadrat mal x im Quadrat. Einfach allgemein noch als Erinnerung. X Quadrat, die Wurzel davon ist gleich. X Quadrat, oder bedeutet so viel wie die zweite Wurzel. Ja, und dann haben wir x Quadrat hoch 1 Zweitel. Und das ist wiederum x hoch 2 mal 1 Zweitel und das ist wiederum x hoch 2 Zweitel. Das ist gleich x hoch 1 oder einfach x. Ja. Und das hier ist genau das gleiche wie x unter der Wurzel im Quadrat. Da schreiben wir einen geteilt durch 2x plus 1. Jetzt nehmen wir oben den Wert zusammen. Wir können das direkt zusammennehmen. Dann haben wir 169 minus 144. X im Quadrat, ja. Das ist 25 mal x Quadrat. Oder wir trennen das so. Dann haben wir x Quadrat gleich 169 minus 144. Geteilt durch 2x. Wir sehen, das ist bereits gleichnennerig, das heisst, wir können nachher den ganzen Term zusammennehmen. Im nächsten Schritt, ja. Also 169 minus 144, was gibt das? Das gibt 25. Also haben wir x Quadrat mal 25. Und damit schreiben wir einen 9 mal x über 2x plus, da haben wir x Quadrat unter der Wurzel mal 25 unter der Wurzel, also 25 ist ja nichts anderes als 5 Quadrat. Man geht halt durch 2x und das geht wiederum 9x plus x mal 5 oder 5x, ja, geht halt durch 2x. Und das ist wiederum 9 mal 5, das ist wie viel? 45. X geteilt durch 2x, x fällt ganz weg und wir haben am Schluss das Verhältnis 45 zu 2 oder eben 22,5. Ja, jetzt ist die Frage, stimmt das überhaupt? Ich habe dann
habe 9 mal 5 gerechnet, anstatt 9 plus 5. 9 plus 5 geht natürlich 14. Also haben wir 14x geteilt durch 2x und das ist wiederum. Also x fällt weg, dann haben wir 14 Zweitel und das ist 7. Ja, oder wie wir das jetzt die ganze Zeit eigentlich machen. 2 mal 7 geteilt durch 1 mal 2, 2 fällt weg und dann hätten wir 7 geteilt durch 1 und das ist einfach 7. Das heisst, wir haben hier ein Verhältnis von 7 zu 1 oder einfach 7. Das x fällt komplett weg, also egal welche Zahl man jetzt oben einsetzt für x. Also man kann jetzt hier im ersten Term hier ein x, zum Beispiel 10 einsetzen, hier das 10 wieder 10, also es muss natürlich immer die gleiche Zahl sein. Ja. Und kommt am Schluss auf 7. Darum schreiben wir doch einfach nur 7. Gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, in der Realität, wo kommt so etwas denn vor, dass ein Term auf 7 abkommt? Das kann zum Beispiel das Verhältnis sein von einer Figur, ja. Zum Beispiel die Seite zur Länge und irgendwie noch irgendetwas zur Breite, ja. Und dann kann man das, dann geht man das zuerst abmessen und hat dann irgendwie so einen Wert hier, so einen Term. Und anstatt, dass man dann das ständig in dem Term ausspricht oder mit dem Term zu kommunizieren, sagt man einfach, das Verhältnis ist 7 zu 1 oder 7. Gut.